Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Also, sie haben sich alle in die Schale geworfen. Ja. Heute Pokerabend. Was ist deine Taktik heute? Von Anfang an all in oder nur mitgehen, wenn du gute Karten hast? Ich lasse mir nicht in die Karten schauen. Ja. Das ist der einfachste zum Durchleuchten. Maroni, deine Taktik heute? Ja, das tue ich situativ anpassen. Je nachdem. Hast du Pokerbrille mitgenommen? Ja. Ich brauche keine Brille. Ich lasse mir auch nicht die Karten schauen, wie immer. Ich spiele immer die offenen Karten, das ist mein Leben. Das ist eben recht. Ich habe nie eine gute Karte Theo Colin, Fabiana zeigen. Full House. Das ist gezählt. Kein zwei Full Bärli. House. Hure selbstbewusst. Was kommt da, Jack? Ja, das ist gut. Was hast du? Oh. Ich gehe da rein. Nimm die Hilfe geschieden nicht an. Nein. Hättest du geklopft, du Arnold? Der erste von WG. Tränen verdecken. Aber man sieht, das geht nicht mehr lange. Ein Kompagnon. Wenn wir noch die letzte Karte aufdecken. Sein WG ist schon abgerundet. Wollt ihr noch erhöhen gegeneinander? Beide im Stau, beide all in. Wir haben nur mit dir mitgebracht. Ich hoffe, wir haben das erste. Das ist noch ein Bauer übergekommen. Das verändert alles. Ich habe zwei Pärchen. Scheiße, nicht. Ah, noch eine Strasse? Seit wann hast du eine Strasse? Ja, Peter, für die WG, Mann. Zwei Bärli. Nein, du hast Full House. Oh, ich habe Full House oder so. Was? Nein. Ah, ja, eigentlich nicht, oder? Ich habe nur die 8. Und kein Full House. Also, der Peter hat gewonnen. Alina hat schon mich ausgenommen. Also schon ein bisschen schmachen. Nicht im Finale von der Wege 6. Das ist eigentlich immer, wenn ich dabei war, bist du schon im Finale. Einmal trifft eins. Das ist so wie eBay. Einmal Glücksmeister und jetzt von FC St. Gallen. Was wir Ehre von unserer WG noch in Stand zu halten, der Weder lief, beide aufgestanden, es hat super ausgesehen. Wir haben noch einen Handklatsch gemacht. Ja, das ist der höchste sicher ein Sieger von die Alina, wo eh schon eine Türme angehäuft hat, auf ihrem Tisch, gell? Und muss noch im letzten. Hat noch selber das Gefühl, sie hat nichts, gell? Nachher mit mir ja, nur noch erklären, dass sie ein Full House hat und wir nur ein winziges Bärli auf der Hand haben. Und was sagst du, dass wegen Sessen ist nicht im Finale vertreten. Tschüss. Der Marino ist quasi auf der Zielgerade. Jetzt muss er es nur noch heimbringen. Alina haut ihre Karte schon wieder weg. Das war klar. Höher oder nicht? Kannst du machen. Wie viel? Ist egal. Alina! Aufstehen! Aufstehen! Zuerst die Karte aufdecken. Nein, warte. Nein. Was? Jetzt nicht mehr heute. Nein, jetzt hier, aufdecken. Nein, du bist mitgekommen. Es wird so spannender. Er hat auch gute Karte. Er hat die Höcher. Nein! Oh. Hey, Alina! Oh. Man ist 6 Sekunden. Ja! Der Jubel ist riesig. Der ist ein Backoff aus Moskau. Alina hat so viel Glück. Zu aufdecken, Marino aufstehen. Backoff. Ja, wer ist denn das? Ist mit dich. Die zwei. Das ist sehr knapp. Bis jetzt Alina. Aber jung, es ist klein. Alina. Immer noch Alina. Und? Ein Fifi.
Ah, immer Alina. Sieg, Alina. Yeah! Siegerinterview von Alina. Alina. Wir gratulieren dir. Wie viele Mal hast du in deinem Leben schon Poker gespielt, dass du alles auseinandergenommen hast? Das zweite Mal heute. 3. Mit dem Glück hat sie heute gewonnen. Da bin ich jetzt angekommen im Zimmer für die Woche. Prima noch. Schönen Ausblick, schönes Wetter. Ja. Im Moment ist es noch ein Einzelzimmer. Mal schauen, ob das so bleibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche und mal schauen, was das alles bringt. Ja, jetzt steht das erste Training an. Der Shooting-Platz wird gerade mal ausgenutzt. Endlich wieder mal eine grössere Gruppe, wo wir zusammen spielen können. Und ja, noch ein bisschen Rumpftraining. Nicht mehr zu viel Strengs und dann mal schauen. Morgen geht es dann richtig los und eine harte Woche wartet auf mich da. Trainingslager. Jetzt haben wir schon zwei Intervalle gehabt. Einmal ein längeres, 6x10 Minuten, wo wir hauptsächlich klassisch gestossen haben. Und jetzt heute Morgen haben wir eine Sprintimitation gemacht, wo wir im Prolog gelaufen sind. Nachher drei Heats gegeneinander, wo immer der Sieger aufgestiegen ist und der Verlierer ein Heat abgestiegen ist. Und dann am Schluss nochmal ein Prolog. Habe ich ziemlich schwere Beine heute, vor allem die letzten zwei Mal sind schwer gewesen, habe ich ziemlich gelitten. Darum bin ich jetzt hier ein bisschen am Regi machen. Ich mache Wechselbäder. Im Moment immer etwa eine Minute warm, eine Minute kalt. Zum einen hier im schönen Whirlpool, zum anderen hier unten im 9 Grad kalten Eisbad. Ziemlich frische 9 Grad. Wenn nicht an der Velotour dabei war mit den Rookies, verpasst das Event, darf ich ihm heute Haar schneiden. Das ist das Vorbild, Oxlade Chamberlain. Gut, eigentlich ist es gar nicht so straf, weil ich bin nach dem Starcraft verschiedene Menschen besser kennen. Also schauen wir mal, was rauskommt. Ob er nachher so aussieht, so gut wie der, zu wünschen wäre es. Besser als jetzt kannst du es lieber. Besser aussehen mit dem Bienenstich da. Grande Finale, das grosse Resultat. Umstyling von Beda. Komm raus! Traudi! Hallo! Wow, Applaus! Wow!
Das ist auch Applaus von mir. Jetzt kriegt er endlich mal wieder ein Kompliment für sein Aussehen und nicht nur für seine guten Resultate. Jetzt gibt es mal drei da. Es ist einmal etwas anderes.